Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich war shoppen bei Rossmann bei DM und habe mir ein paar Produkte für Videos, für Kurzvideos und so weiter halt gekauft oder halt auch einfach Nachschubprodukte und einfach auch super viel, was mich richtig interessiert hat oder immer noch interessiert natürlich, aber das meiste davon habe ich schon ausprobiert und kann da so ein kleines bisschen euch auch was schon zu sagen. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video versteckt sich auch eine kleine Verlosung bzw. versteckt sich nicht. Wir machen die direkt schon am Anfang, weil ich will euch nicht allzu lange auf die Folter spannen. Aber ja, ich zeige euch einfach mal, ich habe mir hier von Alicia Marie mit Gender X Beauty die Celestial Collection gekauft. Ne? Da kommt ja das Pinselset in dieser wunderschönen Tasche und dann gibt es auch noch die Lidschattenpalette. Ich habe euch da schon zwei Looks zugeschminkt. Ein Look mit einem Augenzwinkern im Hashtag ungeschönt und einen Look, den ich halt wirklich dann auch geschminkt habe mit Spiegel. Und ich finde, dass hier die Palette richtig gut gelungen ist. Und ich finde auch, dass es eine sehr gute Ergänzung ist zu der 1991, die wir ja schon vor Jahren sehr, sehr lieb gewonnen haben, die Alicia Marie mit BH Cosmetics rausgebracht hat. Ich finde diese Palette wunderschön. Ich finde, dass sie sich bei den matten Tönen auch richtig viel Mühe gegeben haben, da eine enorm gute Qualität rauszubringen, weil die sich so toll verblenden lassen. Dann haben wir hier oben ganz viele Toppertöne, die man, wenn man die aber intensiv aufträgt, halt auch echt geil als ja, Ton so verwenden kann. Ne? Also das funktioniert halt auch, wenn man zum Beispiel mit einem NYX Glitter Glue arbeitet oder so. Ich finde die klasse. Und genau, dann habe ich mir auch noch das Pinselset gekauft, was ich so geil finde. Und ja, die Tasche ist auch wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde sie wahrscheinlich nicht so intensiv verwenden, weil ich das anders aufbewahre. Aber ich persönlich mag diese Pinsel aus dem Set sehr gerne und muss sie unbedingt mal waschen. Denn das habe ich halt noch nicht getan. Ne? Wir haben 6 bzw. 7 Pinsel, weil dieser Pinsel hier hat ja 2 Enden. Das ist dieser Augenbrauenpinsel. Den verwende ich für so vieles. Also ich persönlich mag solche Pinsel in den Sets halt immer richtig gerne. Ich finde es auch so schön, wie die hier diese Stiele gestaltet haben. Ne? In diesem, weiß ich nicht, hellen Rosenquarz, Mondstein, was auch immer. Ne? Ich finde es super, dass hier ein Eyeliner-Pinsel mit dabei ist. Den kann man super mit dem Schwarz verwenden. Die Blendepinsel sind halt großartig. Ich glaube, dass sie sich da sehr, 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 sehr viel bei gedacht hat. Und deswegen, ja, finde ich es richtig geil. Und ich möchte halt einem von euch auch noch Freude machen, weil die ganze Kollektion war so schnell ausverkauft. Ne? Und ich habe die im DM bei uns vorbestellt und abgeholt gehabt. Und dann habe ich gesehen, da stehen noch so viele Sachen. Deswegen habe ich nochmal so ein Pinselset mitgenommen. Also das hier möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox drin. Schau super gerne mal vorbei. Sehr empfehlenswert, qualitativ extrem hochwertig. Also generell, dass Gender X Beauty jetzt in der Drogerie drin ist, das habe ich, glaube ich, auch in meinem Short gesagt, das grenzt fast schon an High-End in der Drogerie. Das ist der Hammer. Wirklich krass. Also ich bin beeindruckt, um es mal so zu sagen. Ich habe alle Paletten von Gender X Beauty hier, weil ich die einfach von Anfang an mir immer auch bestellt habe. Und dann, ne, das sind jetzt insgesamt auch nur 3 bislang, aber trotzdem, ne, sehr empfehlenswert, kann ich euch einfach wärmsten Herzens empfehlen. Und ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem nächsten Part. Und zwar habe ich für dieses Video einen Kooperationspartner gewinnen können, und zwar Typology. Darüber freue ich mich richtig doll. Das ist eine vegane, tierversuchsfreie Marke. Die Rezepturen kommen zu 100% aus Frankreich und sehr, sehr, sehr coole Produkte. Ich habe das damals kennengelernt über Melloflori und habe mir dann auch direkt das getönte Serum gekauft. Und hier habe ich es auch wieder im Gesicht. Mega. Also ihr seht auch gleich, glaube ich, so ein bisschen den Auftrag. Ich hatte nämlich Bedarf an der hellsten Farbe wieder und dann hat mir Typology gesagt, na, vielleicht möchtest du ja vielleicht auch mal die zweithellste Nuance mit ausprobieren, wenn es jetzt Richtung Sommer geht. Die ganze Geschichte gibt es in 6 Nuancen. Genau, also ich habe halt die 3 hellsten da. Hier steht es auch drauf, wir haben Vitamin C und Aloe Vera mit dabei. Also du hast tatsächlich hier eher Hautpflege mit einer leichten Tönung mit und ich mag es sehr, sehr gerne. Die Haut sieht wie Haut aus, das Ganze fühlt sich super leicht und angenehm an und es ist so eine No-Brainer-Foundation für mich. Ich habe immer ein vernünftiges Finish, es sieht immer vernünftig und gut aus. Ne? Kann ich auch wirklich mega empfehlen, wenn ihr da noch nach einer richtig coolen Geschichte sucht. Und ihr könnt auch aktuell, wenn ihr über den Link in meiner Infobox bestellt, einen großartigen Augen-Make-up-Remover Entschuldigung, mit dazu bekommen. Also das ist das Goodie, was für euch on top kommt. Das bekommt ihr nur, wenn ihr über den Link in meiner Infobox bestellt. Schaut gerne mal rein.
Und was ich euch auch super gerne noch zeigen möchte, sind die Lippenöle. Also es gibt insgesamt 5 Farben und ich habe 3 hier. Ja, genau, das ist einmal so ein wunderschöner transparenter Ton. Dann ist es ein extrem schöner Peach-Ton, den ich auch gerade trage. Und dann habe ich noch ein wundervolles Rot, was dem Ganzen halt noch so ein bisschen die Krone aufsetzt, wenn man Pflege und gleichzeitig eine kleine Färbung mit da drin haben möchte. Ich finde die Lippenöle sehr, 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 sehr angenehm. Und ja, hier haben wir Vitamin E und Squalane drin. Halt wirklich eine schöne Pflege für die Haut mit dabei und gleichzeitig halt dieses Zwischending zwischen Pflege und dekorativer Kosmetik. Und das liebe ich halt an Topology, dass wir die Produkte voller pflegender Inhaltsstoffe mit dabei haben und man halt einfach voll guten Gewissens sich auch schminken kann mit den Produkten. Nicht nur, weil die Produkte vegan sind, sondern auch, weil sie möglichst umweltschonend produziert werden und man dann irgendwie auch ein gutes Gewissen dabei hat. Das heißt, man sieht nicht nur gut aus, man hat auch noch innen drin ein gutes Gewissen. Also sehr, sehr geniale Produkte. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles nochmal verlinkt. Und vielen, vielen Dank an Typology, dass wir jetzt auch dieses Mal wieder zusammenarbeiten können. Ich freue mich auch auf den Nachschub, also dass ich hier auch mein getöntes Serum wieder in der vollen Variante habe, denn meins ist ungefähr leer. Das konnte ich noch eben für den Einspieler verwenden, da ist nicht mehr so viel drin. Als nächstes möchte ich hier weitermachen mit dem Flugzeug, was gerade vorbeifliegt und einfach so laut ist. Dann sehen wir jetzt mal zu, dass wir meinen Tisch hier so ein bisschen leerer kriegen. Das habt ihr noch nicht in Videos gesehen, das kommt alles noch. Ich habe so viel vorproduziert für euch, ich war sehr fleißig. Ich habe mir von Catrice diese Rhodos Limited Edition geholt. Da habe ich einmal C01 Sun auf Rhodos. Genau, das ist so ein Bronzer. War nicht ganz so mein ultimativer Favorit. Das ist ja auch eher so Richtung Kontur, aber super leicht. Also wenn man nur einen Hauch von Farbe im Gesicht haben möchte, kommt man damit vielleicht ganz gut zurecht. Ich persönlich bin jetzt nicht so ultimativ Fan von dem Applikator. Es ist halt so zum Drehen, dann kommt da ziemlich viel Produkt raus. Das Schwämmchen spackt halt einfach zu. Du kannst damit nicht auf deinem Gesicht arbeiten. Das ist irgendwie sehr, sehr unnötig gemacht, aber es ist halt irgendwie witzig. Naja, dann gibt es auch noch Lippenöle mit dabei, glaube ich. Ne? Ein Cooling Lip Oil, das habe ich noch nicht ausprobiert. Genau, also das soll halt die Lippen auch kühlen. Gibt es auch, glaube ich, in 3 verschiedenen Farben. Und ich habe mir halt dieses Korall ausgesucht. They See Me Apparolin. Fand ich einfach. Genau. Dann haben wir hier noch eine Highlighter-Palette, die Glowy Face Palette. Ja, hat mich positiv überrascht, um ehrlich zu sein. Ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht so unbedingt gebraucht, aber ich habe sie da. Ich konnte theoretisch sogar die beiden Töne grob verwenden, wobei der Santorini ist schon ein bisschen zu dunkel. Und der Sunsclusive ist halt wirklich eher so ein Bronzer mit einem leichten Glow mit dabei. Also das muss man mögen. Ich weiß nicht, die Palette hätte ich, glaube ich, nicht unbedingt gebraucht. Ich habe da ziemlich viele wundervolle Face-Paletten von Catrice. Das hier ist, glaube ich, eher weniger mein Favorit. Ne? Was ich sehr cool fand, war, dass ich die Essence Limited Edition noch gekriegt habe mit Hello Kitty. Da habe ich hier einmal die Schwämmchen. Das eine habe ich in dem Short Reel Kurzvideo. Ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassend sagen soll. Ich nehme das ja immer für verschiedene Plattformen dann auch immer. Ne? Naja. Auf jeden Fall habe ich da das Schwämmchen verwendet. Das hat mir sehr gut gefallen. Das mochte ich. Die kleinen habe ich noch nicht ausprobiert. Die kannst du super verwenden, wenn du ansonsten halt nur mit einem Pinsel in deinem Gesicht deine Foundation oder sonst irgendwas aufgetragen hast und dann nur so unter deinen Augen vielleicht den Concealer auftragen möchtest. Da sind die halt echt gut für geeignet. Und ja, ich finde es hier auch tatsächlich großartig, dass wir auf den Schwämmchen Hello Kitty drauf haben, weil sonst hast du das einfach nicht. Du hast eine Limited Edition, wo es auf der Verpackung drauf ist. Das sieht süß aus, aber wenn du es dann halt rausnimmst, ist diese wunderschöne Verpackung ja weg, ne? Ja, das fand ich auch schön, auch wenn es ein bisschen nach Kinderschminke gerochen hat oder riecht. Das ist dieser Caring Sheer Lipstick, ne? Das ist ein schönes Teil, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Hat eine leichte Farbe mit am Start, aber jetzt nicht zu viel. Ich würde sowieso die Limited Edition auch eher so dafür einstufen, dass sie sehr auch kindlich gemacht ist, sehr kindgerecht gemacht ist, dass man da nicht zu viel Bam in your face bekommt. Jetzt abgesehen von dem Blush, also den fand ich jetzt gar nicht mal so dezent, um es mal so zu sagen. Der war schon ordentlich. Das ist die Farbe It's, also ich finde die Farbbezeichnung süß, weil das passt halt, ne? It's the inside that counts, also das Innere zählt, das ist schon süß. Ist eher ein Blushleiter, ne? Also der ist nicht so exzessiv wie der, den ich hier drauf habe, da kommen wir gleich zu. Gibt halt einen leichten Glow, aber man sieht es halt hier, ich kann noch nicht so richtig reden. Man sieht es halt hier auch ganz gut, dass der eher so einen Seidenglanz mit dran hat. Also der hat nicht so krass grobe Glitzerpigmente und der hat nicht so viel Goldanteil, ne?
Denn da gibt es halt auch nochmal einen separaten Highlighter, wobei ich den eher als braucht kein Mensch einstufen würde. Der Roll-On-Highlighter, der ist nämlich, das ist hier ein Puder, ein trockenes Puder drin. Das heißt, du kriegst hier auch nicht wirklich Produkt raus. Also das ist sehr, sehr, sehr blöd gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir gar nicht gut gefallen. Als ich das dann aufs Gesicht aufgetragen bekommen habe, ein bisschen ausgeblendet habe, sah es okay aus, aber nee, finde ich ziemlich umständlich. Dann hätten sie besser das in gepresster Form rausbringen können, meiner Meinung nach. Dann habe ich noch eine Pinzette, die habe ich auch schon ausprobiert, die hat ganz gut funktioniert. Ist halt so eine klassische Essence-Pinzette, ne? Die kennt man auch wohl. Und das haben sie gut gemacht. Also sowas auch in der LE, ne? Passt ganz gut. Hier steht auch Hello Kitty drauf. Brauchst du nicht unbedingt aus einer Limited Edition, aber es ist halt eine wirklich okaye, günstige Pinzette, ne? Etwas, was mich sehr, sehr happy gemacht hat und was ich richtig gut aus der LE finde, ist das hier. Das ist so ein Augenbrauen-Spoolie. Ja, genau, da hat man auf der einen Seite nämlich Gummi und auf der anderen Seite dieses normale Faserspoolie. Und ich verwende diese Spoolies ja auch immer super gerne. Nicht nur, um halt, wenn ich jetzt irgendwie gepatzt habe, dass ich das einmal so wegmache oder Glitzer wegmache oder so, ne? Dass man halt vielleicht auch nochmal durch die Wimpern durchgeht. Das ist nämlich auch so eine Sache, theoretisch, wenn man ganz wild unterwegs ist, ne? Könnte man das auch nehmen, um damit in eine Mascara reinzugehen. Aber weiß nicht. Muss er eigentlich nicht. Aber das ist, also ich finde es gut. Ich verwende sowas auch, wenn hier vielleicht sich irgendwie was abgesetzt hat oder keine Ahnung, um mich im Gesicht zu kratzen. Also Spoolies finde ich großartig, feiere ich und finde ich toll, dass sie so ein Doppelvieh rausgebracht haben. Die beiden habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist das Mattifying Paper oder die Mattifying Paper. Blotting Paper halt, ne? Make the most of today. Also das kann ich ja einfach sehr gut gebrauchen, Leute. Ich habe schon ungefähr 1000 Euro für Adventskalender dieses Jahr ausgegeben. Es geht schon richtig los, ich sag's euch. Und ja, auf jeden Fall, wenn ich hier sitze mit Weihnachtsmütze, das war ein Reim, dann gönne ich mir auf jeden Fall solche Blotting Papers. Sind also einfach, machen Sinn für mich, ne? Und das wollte ich mal ausprobieren. Ich habe jetzt gerade wieder Nagellack drauf, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wieder meine Manicure-Nagelfolien drauf mache, dass ich vielleicht mal gucke, ob ich das auf Nagelfolien zum Halten bekomme. Denn auf meinen normalen Fingernägeln und auf normalem Nagellack hält das bei mir nicht. Selbst wenn ich darüber nochmal einen Topcoat auftrage, einfach weil meine Nägel sehr, sehr rund sind und ja, die gehen dann halt irgendwie immer ab und das finde ich blöd. Mal gucken, ob das auf Nagelfolien besser hält. Mal schauen. Ich finde es super süß. Also wirklich voll meins. Liebe ich. Großartig. Superlative. Hauen wir raus. Aber leider nicht bei dieser Limited Edition, die ich zum Teil auch im Gesicht trage. Beziehungsweise, ja, ich trage sie im Gesicht, aber teilweise musste ich da halt echt hart nachkorrigieren. Das Ganze ist gestartet hier mit dem hier Coral Summer Fixing and Blur Spray. Also das kannst du dir sowohl als Primer als auch als zwischendrin als auch als Fixing Spray drüber geben. Habe ich als beides verwendet. Als Primer ist es mir halt, naja, wie soll ich das sagen? Es ist nass. Es springt einen auch ziemlich an und man muss dann halt schon zusehen, dass man das auch irgendwie eingearbeitet bekommt. Das hat sich halt mit meiner Hautpflege verbunden und ist dann halt auch wirklich so cremig wie auch immer geworden, ne? Und das fand ich jetzt, also nee, also ich würde es halt wirklich eher als Fixing Spray verwenden. Ich habe mir darüber auch tatsächlich hier diese Coral Summer Skin Adapting Foundation aufgetragen, weswegen mein Gesicht jetzt vielleicht auch ein bisschen dunkler aussieht als normalerweise, ein bisschen gebräunter, weil es ist halt wirklich eine Farbe und das hat sich halt leider am Hals auch so ein bisschen abgerollt und so und nee. Nee, also Rival de Loop hat ja letztes Jahr, glaube ich, auch schon so eine LE rausgebracht. Ich weiß nicht, ob die Formulierung geändert haben. Das vom letzten Jahr fand ich noch okay und das hier finde ich jetzt leider gar nicht mehr so geil. Das würde ich, wenn dann, wirklich als Primer verwenden, aber nicht als Foundation. Zum einen, weil es mir ein bisschen zu dunkel ist und zum anderen, weil es halt einfach auch nicht so gut funktioniert hat. Das hat sich abgerollt, ne? Das fand ich doof. Das habe ich mir eingearbeitet mit diesem sehr schön, jetzt mittlerweile aussehenden Schwämmchen. Der ist geil. Also der ist richtig schön weich, fluffig, richtig, richtig toll und empfehlenswert. Coral Summer Make-up Sponge, ne? Hier haben wir auch theoretisch so eine schöne Marmorierung mit drauf. So ähnlich wie damals aus der Revolution mit Findet Nemo Limited Edition, ne? So sieht der ein bisschen aus. Fühlt sich aber mega gut an. Also das hat Rival de Loop richtig gut hinbekommen. Ich hatte mir dann auch noch diesen Highlighter aufgetragen. Der ist bei mir leider extrem streifig geworden. Fand ich jetzt nicht so gut.
Ne? Was ich halt irgendwie schön finde tatsächlich ist, dass man hier nichts auf, wobei das ist halt auch irgendwie negativ theoretisch, weil dann kann er dir zu schnell austrocknen vielleicht, ich weiß es nicht. Also du kannst es nicht auf- oder zudrehen, du drückst halt direkt das Produkt raus und es kommt raus. Das Pufferchen hat mir sehr gut gefallen, weil das schön weich war. Also ja, aber umgehauen hat der mich nicht. Da haben die im Standardsortiment bei Riva Loves mir auf jeden Fall was Schöneres rausgebracht. Als nächstes hatte ich dann hier verwendet den Coral Summer Blush. Ja, sieht man jetzt auf jeden Fall noch, dass hier ziemlich viel Gold am Start ist. Ne? Es ist ein Blushleiter, aber finde ich jetzt nicht so geil. Ich habe noch einen von Rival de Loubiang, von ganz damals, auch in dieser Verpackung. Der ist auch nicht hundertprozentig matt, aber der hat, also der hat so einen leichten Glow mit dabei, aber der hat einen leichten Glow mit dabei. Guckt euch das Ding mal an. Das ist Gold, ne? Das ist, also, das ist nochmal eine Stufe krasser als Nars Orgasm, wo es ja schon mal schwierig ist, überhaupt die Farbe auch richtig aufs Gesicht zu bekommen. Nee, also da kriege ich halt wirklich irgendwie nur das Gold hin. Weiß ich nicht. Mag ich nicht so gerne. Und ja, das Ganze ist halt sehr shimmery-pimmery. Auf den Augen trage ich dann auch die Lidschattenpalette. Da habe ich mir einfach einen Bronzer in die Lidfalte gegeben und dann wirklich alle Schimmertöne aufgetragen aus dieser Palette. Auch die finde ich jetzt nicht so bombastisch. Also die kann man natürlich auch als Highlighter-Palette verwenden. Du kannst da dir einen Bronze-Light oder das sehr, 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 sehr warmer Bronzer-Lighter, wie auch immer, theoretisch auftragen, als Highlighter verwenden oder so, ne? Aber ich finde sie nicht gut. Ich finde sie sehr trocken, sehr nicht so schön gemacht, muss ich sagen. Von der Formulierung her, ne, das gefällt mir leider auch nicht. Nie, muss ich ehrlich sein, ne? So, dann habe ich war auch ein bisschen tatsächlich eben noch im Rossmann, weil es ist für mich jetzt gerade, wo ich das Video drehe, der 2. Juli und da habe ich so ein bisschen geguckt, was gibt es so aktuell Neues, ne? Da mache ich ja euch auch gerne Kurzvideos dazu und habe dann nochmal dieses Produkt gesehen. Da habe ich nämlich schon sehr, sehr häufig die Empfehlung von Meloflori, von Melli gesehen, dass sie den Skin Optimizer Under Eye Concealer von Riva Loves Me so super findet. Ich weiß nicht, ob ich die Farbe so super finde. 01 Light Natural oder Neutral habe ich mir mitgenommen. Ich hoffe, der ist mir nicht zu gelbstichig. Muss ich nochmal gucken. Müssen wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Und ja, habe ich mir heute gekauft auf jeden Fall. Dann habe ich gesehen, dass Gina und Len oder Jeanne und Len neue Produkte rausgebracht hat. Und da habe ich hier mit dieses Peeling mitgenommen. Oh, da konnte ich nicht dran vorbeilaufen. Ne? Antioxidants Sugar Scrub, das ist mit Peach Litchi. Da gab es auch noch ein paar andere Duftrichtungen und so. Aber das hier hat mich irgendwie sommertechnisch am meisten gecatcht. Ich stand auch erst vor diesem sehr warmen, war das irgendwie Kakao oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht. Es riecht sehr, sehr blumig, ne? Sehr blumig, fruchtig, wie der Name ja schon sagt. Muss ich da mal ausprobieren, ob das auch so gut ist. Das erinnert ein bisschen von der Verpackung her an Rituals, bin ich ehrlich. Da haben wir auch diesen Metalldeckel quasi, ne? Muss ich mal gucken, ob das ein gutes Produkt ist. Ja, dann habe ich auch heute getestet, aber dann habe ich darüber noch eine andere geben müssen, um das zu retten. Die Manhattan Lash Loader Mascara, Clean and Free. Also da hätte ich schon direkt wegen dem Clean and Free aufhorchen müssen, weil das war halt beim letzten Mal auch schon nicht so der Burner. Und nee, also die macht schon natürliche Wimpern, ne? Und gibt auch ein bisschen was. Aber dieses, was ich halt persönlich für mich gerne mag, dass halt wirklich bis in die Spitzenfarbe kommt und auch bis in die Spitzen alles vernünftig Wawawum-mäßig aussieht, das fehlte mir da halt. Wir haben hier so eine wunderschöne Verpackung. Die habe ich hart gefeiert, ne? Und so ein erdnussförmiges Bürstchen. Auch darüber habe ich euch einen Short gedreht, ne? Und ja, ich dachte erst, es könnte wo was werden, aber jetzt weiß ich, dass es leider nicht so ist. Noch mehr Schminke habe ich mir mitgenommen und zwar von Santa Natur Kosmetik Glorious Highlighter. Das ist dieser hier. Die hatten so einen Aufsteller da und da war ich einfach interessiert. Und ich fand, also die hatten auch so einen Tester da, das fand ich eigentlich auch ganz schön. Und ja, vielleicht hat der es ja auch echt drauf. Das können wir, ich habe so viel Glow im Gesicht, egal. Können wir jetzt ja nochmal drüber geben, ne? Dass ich da jetzt einfach mal mit so einem Highlighter-Pinsel ein bisschen reingehe. Sieht man da was von? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir hier auf jeden Fall aufhellen, dass man das Gold halt nicht mehr so goldig sieht. Ich glaube, der kann was, ne? Wenn ich das mal so einschätzen darf. Vielleicht noch hier so ein bisschen. Ja. Also ein schöner, solider Highlighter, denke ich mal. Ich habe gerade unten irgendwas. Ich weiß nicht, was da abgeht. Nun, wird auf jeden Fall aber nochmal in einem Schminki mit euch zusammen getestet. Dann habe ich ein Parfum. Ich habe euch letztens meine Parfumsammlung abgedreht, ne? Da hatte ich von Naomi John auch eins mit drin und jetzt habe ich gesehen, dass da auch noch
weitere von im Rossmann existieren. Und dann habe ich mal an diesen Bite Me gerochen. Und es soll nach Orange, Teakholz, Praline, Jasmin, Amber und Moschus riechen. Das riecht wirklich gut. Das riecht sehr gourmandig, sehr, sehr lecker. Macht einfach Lust auf mehr. Und das mochte ich auch ein bisschen lieber als der andere, der auch noch dann da stand. Ne? Und ich habe ja, wie gesagt, diese rosa Variante mir letztens rausgenommen. Das hier mochte ich. Das riecht einfach lecker. Aber ich weiß nicht, der hat auch halt irgendwie was Fruchtiges mit drin. Wahrscheinlich kommt das von der Orange, ne? Die ich jetzt ja auch als Kopfnote quasi habe. Dazu drehe ich euch aber auch noch ein kleines Mini-Video, sagen wir mal dazu. Genau. Ein paar Produkte brauchte ich einfach noch als Nachschub. Ich habe jetzt gerade meine Tage, deswegen habe ich mir Ultrabinden von Vassell mitgenommen, ne? Weil ich nicht ständig irgendwie ein OB drin haben oder einen Tampon drin haben möchte. Dann von Alterra eine reine Pflanzenölseife habe ich mir nochmal nachgekauft. Die habe ich aktuell in Anwendung und finde sie super zum Pinselwaschen. War eine Empfehlung von Nicole Chiquitas Place. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Damit hast du meinen Geldbeutel sehr geschont. Dann fängt es jetzt so langsam an, dass hier auch immer mehr Insekten rumfliegen und uns pieksen. Für Julius habe ich was Separates, weil ich glaube, der darf das halt noch nicht. Aber für meinen Freund und mich, wobei mein Freund, der muss nicht mal, also bei dem gehen die so schnell weg, aber bei mir halten Insektenstiche so lange. Okay, es ist ein Produkt, das ich für mich gekauft habe. Von MQ Insektenstichgel, Akuthilfe, pflegend und regenerierend und so weiter, kühlt, lindert den Juckreiz und so, ne? Genau, den habe ich mir jetzt einfach mal mitgenommen. Kann ich einfach immer sehr gut gebrauchen, denn wir wohnen ja ländlich, dementsprechend haben wir hier auch relativ viele Viecher und da wird es sicherlich vorkommen. Also ich habe jetzt schon zwei Stiche, einen am Bauch, einen am Po, da kann ich dann direkt schon gleich cremen. Ja, und das ist eigentlich böse, soll man nicht machen, ne? Soll man nicht machen. Aber manchmal braucht man sowas dann doch. Ja, eine elektrische Fliegenklatsche, Leute. Ne? Habe ich jetzt auch gekauft. Das läuft mit Batterien und das ist ein bisschen makaber, aber es ist hilfreich. Und solange ich die Fliegen bei uns halt noch nicht erziehen kann und denen sagen kann, wo die hingehen sollen, brauche ich halt so ein Ding. Ne? Und da wir einen Hund haben, ist halt hier auch sehr häufig die Tür offen und die Terrassentür halt. Ne? Und dementsprechend hast du dann natürlich die Viecher. Das habe ich im Laden gesehen, fand ich süß, habe ich mitgenommen für hier oben. Enjoy the little things. Das ist einfach eine viel zu teure Kosmetiktücherbox, muss ich ganz ehrlich sagen, weil hier sind nur 60 Stück drin. Denn wenn ich mir angucke, was ich mir dann auch noch mitgenommen habe, und zwar die Alouette XXL Taschentücher mit 110 Stück, preistechnisch ist da ein kleiner Unterschied, ne? Und die sehen eigentlich auch schön aus. Ja, mein Freund fand das ein bisschen witzig, als ich hier dieses Riesending ausgepackt hatte. Naja, gut. Brauchen wir immer mal wieder, sowohl, also eigentlich für alle Familienmitglieder, die hier so sind und für alle möglichen Gegebenheiten, die man so hat. Ne? Dann habe ich auch gesehen heute, dass wir von Rubinlicht auch so ein paar sehr krass reduzierte Sachen hatten. 4 Euro hat so ein Ding nur gekostet. Und dann hatte ich ja auch noch hier, wobei nee, 10% hatte ich jetzt heute, glaube ich, nicht in der App. Naja, Raumerfrischer von Rubinlicht. Einmal habe ich mir den Sommerregen mitgenommen. Das ist halt so fürs Badezimmer. Ne? Genauso auch die Wellness Oase. Wir haben ja drei Bäder, drei Toiletten im Prinzip hier. Und dass ich dann halt entsprechend die Toiletten hier ausstatten kann. Und da brauchte ich auf jeden Fall eigentlich nicht unbedingt Nachschub, weil ich habe eigentlich noch genug, aber ich habe mir eingeredet, dass wir das brauchen, weil die nur 4 Euro gekostet haben. Läuft. Und dann habe ich hier mir das komplette Riva Loves Me Sortiment gekauft. Da kommt auch noch ein komplettes Video drüber, Leute. Das Soft Radiance Finishing Powder habe ich hier, was man sich halt wirklich all over geben kann, um halt dem Gesicht noch ein bisschen mehr Strahlkraft zu geben. Das Fix It Matte Compact Powder fand ich auch sehr, sehr gut. Ne? Also ich mag es ja gerne glowy, deswegen gebe ich mir darüber noch das hier mit einem Hauch von. Und solange du dir das jetzt nicht irgendwie in einer mega dicken Schicht aufträgst, wird das Gesicht auch nicht cakey. Ne? Da muss man sich keine Sorgen machen. Hier war ich sehr positiv überrascht, also freut euch auf das Video. Der Brow Laminator von Riva Loves Me, das ist so ein Augenbrauen-Gel. Da gehst du mit dem Spoolie rein und das hat die Augenbrauen so gut fixiert. Und das hat so gut funktioniert, ohne dass ich irgendwie so Klümpchen dran hatte oder so. Fand ich klasse. Der hier war auch ganz gut. Es ist halt wirklich eine Frage, was mag man von der Applikation her lieber, ne? Das ist der Brow Glue, lange halt, einfach so ein ganz klassisches Produkt, was ich persönlich halt auch für mich ganz gut kenne. Also halt so in der Tube, ne? Das kennt man ja auch von anderen Marken. Das Schwämmchen habe ich noch nicht ausprobiert von Riva Loves Me, dieses
auch sehr weiche, angenehme Schwämmchen in Pink. Das ist nach der ersten Wäsche safe nicht mehr Pink. An die Mascara kann ich mich gerade nicht mehr so erinnern. Die Mighty Volume, da muss ich nochmal gucken, wie da nochmal meine Review zu war. Ich weiß nur, dass das Bürstchen, doch, ich weiß es noch ungefähr. Sie ist auf jeden Fall, ja genau, also vom Bürstchen her erinnert sie uns natürlich alle ein gewisses bisschen an eine sehr teure Mascara, die auch zu meinen absoluten Lieblingsmascaras gehört, nämlich die MAC Stack. Und dann hatte sich ja damals auch mal Essence überlegt, hey, wir bringen eine raus, die ähnlich ist, aber ein viel kleineres Bürstchen hat, leider aber bei weitem nicht so geil war. Und die hier ist besser als die Essence. So kann ich das auf jeden Fall schon mal sagen. Genau. Dann habe ich mir auch diese verschiedenen Cushion-Dinger mitgenommen. Cream-Cushion in Blush, Bronzer und Highlighter. Die habe ich auch mit euch getestet. Zum Teil, nee, alle, ne? Glaube ich. Alle waren das. Und ja, die Pigmentierung war halt irgendwie anders als erwartet, um es mal so zu sagen. Und hier war ich nicht ganz so happy mit, da war ich aber happy, dass ich mir diese Cream Contouring Palette gekauft habe. Denn da gibt es ja auch schon diese Cream Blush Palette, die ja sehr, sehr geil ist. Die ist auch richtig gut. Also das ist eine absolute Empfehlung, wenn ihr Richtung Bronzing und Contouring gehen wollt und da noch irgendwie ein Produkt sucht, um in das Game einzusteigen und zu gucken, ob euch diese Applikation gefällt und die Textur und so, ne, ob das so funktioniert. Riva Loves Me hat so viel Bronzer-Sachen rausgebracht, als hätten die meine Videos geguckt und sich gedacht, ja gut, Claudi wünscht sich mal wieder mehr Bronzer, wir hauen raus. Jo, den habe ich noch nicht ausprobiert in der Farbe 01 Caramel, dieser Bronzer-Stick, genauso auch noch nicht den Contouring-Stick in der neuen Farbe 03 Ashy. Der ist halt wirklich richtig ein Contour-Stick, ne? Also der ist nicht zum Spaß da und ich persönlich benutze da aber immer nur die Konturseite von. Ja, dann habe ich noch hier einen losen Bronzer, Chocolate Bronzing. Das fand ich einfach vom Feeling her ganz cool. Ich also habe mir das so vorgestellt, als hätten die quasi den Milk Chocolate Soleil von Too Faced genommen und fein gemahlen, mehr oder weniger. Ne? Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil, ich mache es jetzt auch gerade schon wieder falsch, immer nur so lagern, weil das kommt alles raus. Und dann hast du es halt oben auf diesem, ja, jetzt kommt schon wieder raus. Ja, das ist eine riesige Sauerei. Das geht bei Puder noch, gerade so finde ich. Bei Bronzer ist das echt eine schwierige Sache. Also trotzdem, dass hier so ein Ding ist, habe ich hier überall das Produkt außen drum rum. So, wenn ich das jetzt nämlich vorsichtig aufmache, muss man alles so vorsichtig machen, habe ich hier dieses wundervolle Netz. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und also damit arbeite ich eigentlich ganz gerne. Und so kann ich auch loses Puder tatsächlich sehr gut verwenden. Sonst hatte ich immer Probleme damit, dass ich das mit der Dosierung nicht so gut hingekriegt habe. Ne? Wie gesagt, Verpackung, aber das Produkt an sich mag ich gerne. Dann habe ich noch das Soft Illuminating Loose Powder. Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Das ist ein Highlighter, keine Frage. Das ist wirklich ein Highlighter. Das ist sehr, sehr schimmernd. Aber ich glaube, das konnten wir uns alle denken. Spätestens, wenn man hier so ein bisschen das Ding gegen die Sonne oder gegen das Licht hält, sieht man die ganzen Schimmerpigmente. Es ist halt eher ein dezenter Highlighter. In der losen Form und mit 15 Gramm Alto Belly. Und dann habe ich mir noch die beiden Lidschattenpaletten hier gekauft. Die habe ich im Video verwendet. Leute, mega. Also, ne? Das ist die Candyland Eyeshadow Palette. Oh mein Gott, also für den Preis, was die gemacht hat, war begeistert. Ich war wirklich begeistert. Und ihr wart auch begeistert von dem Look, den ihr dann bei mir gesehen habt. Verwendet die mit einem NYX Glitter Glue, dann habt ihr da so eine krasse Palette für einen so schmalen Preis. Wirklich heftig. Also, ja, wirklich, wirklich. Natascha niest, wenn sie die Palette sieht, glaube ich. Dann habe ich von Riva Loves Me die Ruby Chocolate Eyeshadow Palette mir geholt. Das ist halt eher eine zurückhaltende und ich persönlich mag ja zum Beispiel auch gerne diese Ruby Chocolate Essen. Ne? Das mag ich einfach vom Essen her gerne. Und deswegen wollte ich die einfach mal mitnehmen, ausprobieren und gucken, was sie so kann. Ja, vom Duft her habe ich jetzt keinen Ruby Chocolate Vibe hier mit, ne? Ja, ich habe hier noch ein paar andere Produkte, das ist jetzt nicht Drogerie. Die habe ich halt einfach jetzt, die sind jetzt so eingetroffen. Die packe ich jetzt einfach auch mal mit in den Haul, ne? Da habe ich mir nämlich, habt ihr auch im Video gesehen, The Dewy Day von Yepoda geholt. Das ist diese Cushion Foundation. Habe ich antreten lassen gegen die Tier Foundation. Na, welche hat wo gewonnen? Schaut euch das Short sehr gerne an. Und dann habe ich mir noch Nachschub geholt von The Deep Puff Espresso. Ich habe den Code von Katrins Welt und so genommen. Setze ich euch mal in die Infobox, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Genau, denn so diese Augenpads mochte ich auch immer sehr, sehr gerne. Hier war ich auch sehr, 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 sehr gespannt drauf. Denn es gibt eine neue Maske von Yepoda, die The After Sun Moment Face Mask. Ne, habe ich mir dann auch noch mitgekauft. Und ja, genau, ich habe keine Kooperation. Ich habe mir die Sachen einfach selber bestellt, weil ich da einfach neugierig drauf war.
Nachschub von den Augenpads. Dewy Day wollte ich mit euch zusammen austesten und ich war auf die Aftersun-Maske gespannt, weil ich in dem Moment, wo ich sie bestellt habe, glaube ich, auch echt einen krassen Sonnenbrand hatte. Dann habe ich kurz bevor mein Code ausgelaufen ist und auch noch gesehen, dass bei Manico die gerade so ein Angebot hatten, dass man super viel sparen konnte und dann halt auch noch mit meinem Code on top. Ich weiß nicht, wann die nächste Kooperation geplant ist. Es dauert immer eine ganze Weile, wurde mir mal gesagt. Da habe ich mir diese Farben jetzt einfach mal gekauft und ich habe für, ich glaube, alles, also auch für die beiden Produkte, alles zusammen irgendwie 59 Euro oder so bezahlt. Das war echt ein guter Schnapp. Da habe ich einmal natürlich Neon Orange mir geholt. Dann die neuen Happy Heart, die fand ich auch sehr, sehr nice. Witch Please finde ich auch echt sehr spannend. Das ist nämlich so schwarz-rot. Ist abgefahren, ne? Ocean View, das ist ein wunderschönes Blau. Ich mag sehr, sehr gern Blau auf den Nägeln. Hab's jetzt auch gerade drauf. Also jetzt nicht das, sondern andere. Aber das hier ist halt normaler Nagellack. Das löst sich schon wieder in Wohlgefallen auf. Die habe ich mir ja geholt. Nee. Das sind noch andere. Das ist Pastel Squad, genau. Das ist einfach auch ein kunterbunter Regenbogen. Ich hatte ja so welche, die auch Farbverläufe mit drin hatten. Und für die Füße, Leute. Das wollte ich heute Abend mal für mich ausprobieren. Hot Chili als Farbe. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch wirklich 2 bis 3 Wochen hält. Bin ich wirklich gespannt. Meine Füße sind nämlich Hardcore, Leute. Ich sag's euch. Das werde ich aber so nicht zeigen. Das ist dann nur für mich, ne? Seht ihr dann vielleicht mal, wenn man vielleicht doch irgendwie mich mal als ganz Körpergedönsen sieht. Dann habe ich mir auch noch das Remover Serum geholt. Ich habe zwar diesen Pen, der ja in diesem Starter Set mit drin war, aber da ist ein bisschen mehr drin. Und den UV Topcoat, da sagte Sarah Isabel mir, dass es halt super ist, wenn du halt das Ganze nochmal verlängern möchtest. Meine Nägel wachsen halt super schnell. Und wenn das dann so ein bisschen rausgewachsen ist, dass man halt nicht, dass die Haare darin hängen bleiben. So, das ist jetzt mein XXL-Haul gewesen, wa? Yo! aber ich wollte nicht schon wieder, dass ich so viel ansammle. Deswegen habe ich jetzt hier einmal den Haul gedreht und hoffe, dass ihr hier so ein bisschen Empfehlung und Empfehlung finden konntet. Schaut definitiv gerne mal bei Typology vorbei. Da könnt ihr so coole Produkte finden. Ich bin ein absoluter Fan von dem getönten Serum, von den Lippenprodukten, von dem Concealer, von dem Puder. Die haben so schöne Sachen. Schaut da einfach mal vorbei. Und wie gesagt, ab 45 Euro bekommt ihr dann auch gerade noch den Eye-Make-up-Remover mit dazu. Und dazu ist alles in der Infobox verlinkt. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es hier gefallen. Und wenn dem so ist, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.